Mae'n rhaid i'n dola. Ich heiße jeden mal willkommen, und besonders, wenn der Jasmann ganz ist, besonders sei er willkommen. Ich will ein paar Verse lesen, mit dem 2. Timotheus, Kapitel 3, von Vers 1 durch 5. 2. Timotheus, Kapitel 3, von 1 durch 5. Denkt daran, dort an der letzte Tag grässlich schwere Tiere sein waren. Menschen waren viel von sich selbst holen, nun Geld hingeron sein, sich selbst hoch holen, gegen uns sein, lasteren. Dort Gott nicht lieben kann. Sie gingen an anderen verruhen, ruchlos und stolz sein, mit dort, was sie sich selbst einbilden. Und dort für nie Leibe haben, aus Gott. Sie geben noch fair, gottesfürchtig zu sein, aber ich leibe nicht an seine Kraft. Von so einem Menschen blieb ich, aber so weit. Wir haben es noch dort hoffen, in dem Gebet. Für den Himmel, wir kommen vor dir, diesen Maria, und wir sind dir dankbar, dort wir waren kennen, dass es dort taub kommen war, doch vielleicht ein bisschen unmöglich ist, mit anderes wie wir uns sind, aber help uns, dort Rechte zu tun, was sie verlangen von uns, wenn dort sein merkt, so dass wir dort kennen kommen. Ich freue mich, dass du uns möchtest lernen mit deinen Heiligen Jesus. In Namen Jesu. Amen. Nun war Frank und Susanne uns mit dort gesagt lernen. Wird mooi is alle. We hebben met het eerste lied aanvang nummer 8. O aandachtzijd. Dieses Lebens mir ein Stein, wirst du mich samt zu Gott hinein, dem ich diese Herrchen klagen kann. Im tiefsten Herz sei Leid und Kram, mein Heil und mir zu Hilfe komm. Hat mich aus je vorbei frei, zur Andachtszeit, o Andachtszeit, o Andachtszeit, wo unser Heiland steht bereit, und sehnet ihn nach seiner Treu, der vor ihm liegt. Er sagt und sucht mein Angesicht, mein Wort sei euer Trost und Licht. Drum werf ich auf ihn Schmerz und Leid, zur Andachtszeit, zur Andachtszeit. O Andachtszeit, o Andachtszeit, bring du mir Trost und Traurigkeit. Bis ich von Biskas Berg durchschau, die Glanz erfüllt den Himmel sang. Dann leh ich in den Wanderstock, die Hose hielt, die singt ins Grab. Ich gehe heim in Ewigkeit, je denk ich deine Andachtszeit.
Das nächste Nummer 53, ein herrlicher Retter. Ein herrlicher Retter ist Jesus, mein Herr, ein köstlicher Heiland doch mir. Er bringt meine Seele in Felsen des Herz und Freude in Strömen fließt hier. Führt in geöffneten Felsen mich zu, beschattet das Thirstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeckt ich darum, schützt mich mit liebender Hand. Schützt mich mit liebender Hand. Ein herrlicher Führer ist Jesus, mein Herr, die Reste los nimmt mir auf. Hält fest mich ab Stürmen, Rosen am Himmel, führt treulich mich bis an mein Grab. Führt in geöffneten Felsen mich zu, beschattet das Thirstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeckt ich darum, schützt mich mit liebender Hand. Schützt mich mit liebender Hand. Mit solchen Gaben der Gnade erkrankt, mit Liebe so tief wie ein Mensch. Schottet das Thirstende Land. Mit Wogen der Liebe bedeckt ich darum, schützt mich mit liebender Hand. Schützt mich mit liebender Ich kann nicht sehr viel Bekundmerkung über nächste Sonntag, wo das war, von nun fängt die Kirche 39, die Dietsche. Und wir haben hier nächste Weg Uwentmann haben, aber sie haben uns dort aufgesagt. So wie wurde, du wirst dann nicht Uwentmann sein. So das lebe ich, das meiste, was ich zu Bekundmerkung habe. Und will ich bis noch sagen, Schnallstick, der ist von der Jahre so, wo wir keine Leute singen fahren. Ein Geburtstag, Leute. So, ich lehre uns alles, was wir für bekommen mehr können, nicht? Wenn wir uns noch einmal das Haupt nehmen, im Gebet. Für den Himmel, wir kommen noch einmal fertig, diesen Mary. Wir sagen dir dann schön, dass wir, dass die Sonne scheint, die auch jetzt so warm mit Wasser.
Aber besonders wie Lehrenbetnerin, die formale Lehrenbetnerin. Und du hast das alles in Kontrolle und du weißt auch, wo er und wo dort fehlt. Ab vielen Städten als Teufelring. Und wir haben das ja hier im Betrieb. Aber wir danken dir, dass du das alles in Kontrolle hast. Wir danken dir auch, dass wir kennen, war es der Taub kommen, wenn wir auch mal mit unseren Regeln schenken. Überhaupt uns, uns Government gehorsam zu sein, ich bete besonders für den Government, dort für Justin Trudeau und Doug Ford, dass sie würde ab ne die Kicke für Weisheit, so dort, sie können die rechte Entscheidungen merken. Und so bitte ich auch für uns nur belohnt, wo dort so arruig ist und so schwierig dort. Sie möchten eher knallen wie. Wie sie dann in die Kicke in die eine Helpfrau. Und ich bete auch für besonders für die Kranken, was hier manch eins sind, die sind viele, ich konnte nicht alle benennen, aber hier. Aber ich freue mich, ja, für die Geduld und Kraft, dass sie keine gehorsam sind. So, und ich freue mich auch wieder für die Gaufe und das Opfer, was wir alle haben. Möchtest du den Jeva auf die Gaufe sehen, zum Diener ich wieder bin. Und ich bete für Isaac Harms, dass du uns die Wirt geben, die Kraft, dass der Heilige Jesus könnte euch anreden und ihr von uns Ohren zu hören und dort umzuwenden, einen Weg mitzuleben. Nun noch einmal sage ich dir Dankeschön für den schönen Tag und ich freue mich wieder für deine Leitung. Ich bitte euch alle an deinen Herrlichen Namen mit Dankeschön. Amen. Nun wollen wir noch ein Leiter von Frank und Susanna nach der Predigt dieser Quarmzins mit der Botschaft ein. Nächste Leit Nummer 353. Welchen treuer Feind ist Jesus? Welchen treuer Feind ist Jesus? Der nur Himmel hilft sie hier. Zum Herrn, auf wir unseren Frieden stehen, und die Ruhe ist uns fern, weil nicht immer gleich wir bringen, alles im Gebet zum Sage nicht in solchen Stunden, komm mein Himmelgebet zum Herrn. Wenn die Not am aller größten ist die Hilfe dir nicht fern. Bring je, was dich ängstlich quält. Schwer bei Lauden, wer es dir erquicket gern. Jesus ist dir mit den Stärke, gleich ich komme zu dem Herrn. Stehst du einsam und verlassen, ging allein zu trauen lernen. Good morning. I guess all the was it tät, dann nimmt einer sich ein Klimat mehr freiert als einer Haft, denn nur zu wenig, da kommen über und mehr Plonen, und dann warten sie ihm dort auf sein. Und so.
das war es schafft. Ich guess ich sehe noch, dass ich mich in Klima mal erfreut nehmen muss, weil die Menschen vielleicht wurden. Aber ich bin froh, dass wir keinen Taub sind. Und für die Tauhörchen, weil die Radiohörchen da und mein Name ist Peter Isaac Horms. Und ich freue mich, dass die Hörchen da und von jetzt morgens. Wir haben uns nur ein paar Wege beschäftigt mit Johannes Kapitel 14. Und wir sind von hier bei Johannes Kapitel 15. Und mein Plan ist, dass ich saß hier zu gehen, nicht von der oben, alles taub. Und besonders zu beobachten, was die Folgen in der Arbeit von dem Heiligen Geist ist an uns. Und Jesus redet in den Kapiteln, drei Kapiteln, Johannes 14, 15, 16, Meier von dem Heiligen Geist, das irgend das war in der Evangelium. So, ich war diese Farschen lesen. Ich lese Evangelium Johannes Kapitel 15, 31, 17. Ich bin die rechte Wiedstüte, und mein Vater ist der Wiengärtner. Alle Ranken an mir, die nicht Frucht tragen, schnitt er auf. Aber alle Ranken, die die Frucht tragen, reinigt er, dass er mehr Frucht bringen können. Ihr seid alt euch, das wird gereinigt, dass ich zu jünd geredet habe. Bleibt an mir, und ich war in jünd blieben. So dass eine Rank nicht Frucht bringen kann, wenn er nicht ohne Wienstuhl bleibt, so können die auch nicht Frucht bringen, wenn die nicht an mir bleiben. Ich sehe den Wienstuhl, und die sind die Ranken. Wer an mir bleibt, und ich an Arm, der bringt viel Frucht. Ohne mich kann ich nur staunen. Wenn ich an mir bleibe, der wird so aus einer Rank weichgeschmitten, der weichgeschmittene Rank verdreht, dann wird er abgesammelt und im Vieh geschmitten und verbrennt. Wenn die an mir bleiben und meine Wirt und Jünd bleiben, dann frucht nur, was die wollen, und Jünd wird dort gegeben worden. Mein Vater wird dort geirrt, wenn die viel Frucht bringen, in meine Jünger waren. So ist Gott, mein Gott ist, so sehe ich Jünd auch Gott. Lot Jünd von mir Gott sennen und lebt du noch. Wenn die meine Geboten holen, wo ich Jünd von mir Gott sennen loten, groß so aus ich mein Vater seine Geboten hol und mir von arm Gott sennen lot. Ich hab Jünd das gesagt, dort meine Freude und Jünd bleiben mocht, und dort Jünd ganz freien kennen. Das ist mein Gebot, dort Jünd untereinander Gott sind, was ich Jünd Gott sehe. Keiner jeft mehr Raum um den Nächsten als dit, dort er sein Leben für seine Freund jeft. Ihr seid meine Freund, wenn ihr donen, was ich jünd sage. Ich nenne jünd nicht mehr deiner, weil sein deiner weit nicht, was sein Herr tät. Ich hab jünd Freund genannt, weil ich jünd alles gesagt hab, was ich von meinen Vater gehört hab. Sie haben mich nicht gewählt, aber ich habe Jünd gewählt in unserer Stadt, dort die Gonen in Frucht trauen. Frucht, die dort blieben wird, dann wird der Vater Jünd geben, am Wort je in meinen Namen beten. Das Gebot jewe Jünd. Sieht einer den anderen Gott. In dieser Welt wird uns regelmäßig und anhaltend den Gedanken gefordert, dass der wird Sport spielen können, oder der wird Gott singen können, oder
what do actors sind, celebrities sind, das müssen respekt worden, die müssen hochgehoben worden, die müssen geehrt worden. Nicht alle, aber viele Menschen, die gehen an den anderen Weg, den sagen, die wird nicht geehrt brücken, sind die, die du arm sind, die du alt sind, in die, die du eine Behindernis haben. Die müssen zu sich geschoben, die müssen dringestellt, die müssen nicht die Freiheit haben, manche Menschen sich seinen zu lassen und besonders für Menschen zu stöhnen. Weißt du, diese Gedanken weicht schwer auf so eine Familie, wo dann ein Kind oder das wäre es, was eine Behindernis hat. Steht weiter dort, was die Menschen denken, und sie müssen sich darin eifern, dass sie ihre Behindernis versuchen zu verstärken. Weil das ist ein großes Problem. Und ein von den Dingen, wir haben nie versucht, uns im Jahr für andere Menschen zu verstärken. In den verschiedenen Städten, wo sie sind gewasst, habe ich die Freiheit gegeben, teilzunehmen in der Kirche. Und jeder Kirche ist ein bisschen anders, aber die haben das Asche gewasst, die haben Kedlak geholfen, die haben die Computer gerannt für die Projection, für die Leute an der Wand, und die haben gesagt, ich gehe den Job durch. Post genetisch sei ab, dass der rechte Tiet, der wird immer switchen und nächsten Farsch, und immer der rechte Farsch. Und wir. Some von den anderen jungen Menschen, die ich versucht habe, zu brücken, die haben ihre Gedanken, so weit war ich, die Posten gehe ich ab und wohnen falsch, wie singen die denn, und wir werden gehe ich der rechte da um. Und so, die gingen nicht zu brücken, aber sie können auch nicht brücken dazu. Weet je, wat Jezus hier leren heeft, is dat Hij ons wil hebben, dat we verstaan zullen, wat het bedient heeft, in jinge Jezus te zijn. Dat heeft niet te doen met wo hoog ongezijn en wie zijn. Heeft te doen met wo nee wie verstaan om nu te volgen. Und weißt du, die Schrift lehrt uns, dass ein armer Mensch hat vielen viel Rater geholfen als eine reiche Menschheit. Weißt du, dass Jesus nur folgen, hat nicht zu tun, mit wo hoch wir ohne seinen vor. Hat zu tun mit dem Verhältnis, was wir in Jesus Christus haben. Und so Jesus sagt hier, dort in der Weinstüden, hier sind die Ranken, mein Vater ist der Weingärtner. Wer an mir bleibt, den Ecken arm, der wird viel Frucht tragen. Und so das Frucht tragen, es ist ein Ding, was Jesus hier sagen wird, was er natürlich aus uns rückkommen wird. Wir haben auch vielen den Gedanken, dass Fruchtträger und haft ihm down, mit wie viel Arbeit ich eine Kirche da, was Menschen sein in der. Na, Fruchtträger und haft nicht damit zu tun. Der Fruchtträger kommt mit dem Verhältnis rührt, was wir mit Jesus Christus haben. Und ein Mann, was der Tüß, er hat nur ihre Kinder abpassen, hat gekriegt, dass er sich allein hat, Fruchtträger und das David. In der Kirche angestellt, erst eine Arbeit zu tun. Das kommt mit dem Verhältnis raus, was wir mit Jesus Christus haben. Er sagt ganz klar, wer in mir ist, in Ecken arm, der trägt viel Frucht. Und wer Frucht trägt, dem, der die Futter reingeht, so der mehr Frucht trägt. Und so, dass dem Futter seine Arbeit in uns
dort wirken, dass wir mehr Früchte haben. Es ist nicht unbedingt, wo sei er mir anstrengend. Habt ihr dann mit der Arbeit, was der Vater in mir hat? Und dort sind hauptsächlich die ersten 8 Verse. Wenn wir kicken dann in Vers 7, dann sagt er uns, und wenn ihr in mir blieben, in meine Wirt in ihnen blieben, dann frage ihnen, was sie wollen, und ihnen wird gegeben worden. Was ich erkläre, das Vers hat mehr Menschen mutlos gemerkt, als sie haben. Weil so schwer es wieder in Lesen tunen, dann lesen wir nur, whatever ich will, brauche ich bloß noch Frauen und Heidot. Und als sie danken, dreht nicht nur, wo kann ich Jesus bitte deinen in meine Frucht drehen, aber mein Gedanken, mein armatische geht nur, weil was sind all die Dinge, die mich janken in meinem Leben? Ihr wisst alle, was Comicstrips sind, nicht so? Ein Comicstrip, der weiß, dass ein Mann auf seine Knie ist und betet nach Gott. Dort hat er ihm jeden Fuß, was ihn hat verlangen. Hat. Dann auf dem nächsten Bild, du hast ein neuer Truck, ein großes Boot, ein neues Haus, und all der andere spielt dich, was am Jankern deit, hat er sich alle Tübchen auf. Dann geht er nur das nächste Bild, und dann ist er war auf seine Knie, und dann prachert er Gott und sagt, komm, meine Hüs holen, eier meine Bills alle du sind. Weil er konnte nicht betulen. Sieh, dort ist, wo uns Gedanken mess in der Hand geht, wenn wir das in Fasch lesen. Beten, wo du wirst und wo ich das habe. Das Fasch, der ist krank in der Mäd von Faschen, wo du die Donen haben mit Fruchtdrehung. Das ist in der Mäd von Faschen, wo du sagen, das bleibt in mir, in Eckendjü, in mein Wut endet, dann wo ihr Frau noch was ihr will noch wo ihr das habt. Weil die Bedingung ist da, dass wir in Christus bleiben und hei in uns und dass sein Wut in uns ist. Und so ich glaube, wenn das kommt, so wie aus Früchte und unbelangt ist, haben wir die Frieden und die Beten und whatever uns wird verlangt. Wenn wir kicken dann noch Personen erleben, für wem fehlt Gebetes Wort, dass er soll zum Glauben kommen. Wenn wir mal sagen, John Newton, den seine Mann von uns ein sehr kleiner Junge betet für ihn, dass er wird, was durchkommen, würde er Jesus annehmen. Seine Mann warnt an immer, er soll nicht in Sinn leben. Er soll davon wach bleiben. Und weißt du, wie ein junger Junge aus seiner Mom starb. Sein Vater war nicht ein göttlicher Mann. Und der nahm ihn dann mit. Nur der Städten, wo der Sinn begonnen wird, in verschiedenen Wegen. Und er funkt dort antragend und funkt sich dort am Bären zu eifern. Und lebt in sein sinnliches Leben für etliche Jahre. Was ein Tag der Heilige Geist und der Hüllen kriegt, und so nun war ich, dass er zur Besinnung kommen wird, und er über sein Leben übergeben, Gott deinen. Weil ihr, eine von den ganz ersten Dingen, was er sagen wird, nur dem, dass er Jesus angenommen aus seinen persönlichen Heiland und Sinnenvergebung gekriegt hat, er sagt, das ist die Antwort von meiner Mom, ihr Gebet.
Weil je, wenn wir für something beten, dann, dass eine Person soll Jesus finden, das meint nicht, dass der das Fuß stehen darf, was denn. Aber wenn wir anhalten beten, dann, even wenn wir all gestorben sind, antwortet Gott der Gebete dann noch. Lennon, ich, wir haben 21, 28 Jahre so für Erfurter Gebet, dass er soll Jesus annehmen. Was wir antworten, was er hat. Nur dem, dass wir das wissen, dass er Frieden gemerkt hat mit Gott, zwei Wege Luther Stoffer. Was wir beten tun, denn so wie du noch beten, aus uns Verhältnis ist mit uns in Herrn Jesus Christus. Und du noch aus sehen, wo es in uns ist und wir ein Verlangen haben, Früchte treiben für Jesus Christus. Dann bet, was ihr wollt. Und dann erwartet, dass ihr kriegen wollt. In Jakobus Kapitel 4 sagt er, so steht, je beten und kriegen dort nicht, will sie mit falschen Aufsichten beten, je prachern um Sachen, je eine inner Last zu befriedigen. Sie das nicht so, wie das Gebet ist? Unsere inner Last zu befriedigen. Er sagt, wir prachen und kriegen das nicht. Und das, wo viele Menschen nicht jetzt, und dann lesen sie das und falsch beten oder whatever, ihnen Ort verlangt, und dann wollen sie das kriegen. Und dann werden sie mautlos. Nächste Ding, weil weit wird das sein, somebody in der Kirche beleidigt hat, hier und ab mit Bibel lesen, hier und ab mit beten, hier und ab mit Kirche kommen, und schmieden sich ihr Leben weich. Wegen, habt ihr auch Monate später, nicht so? Und bei dem Punkt, so wie abwassen, dass wir nicht kommen können. Because das Falsche redet nicht von uns dort. Er redet von, dass wir in unserem Verhältnis mit Jesus Christus, mit den Führern und Sehnen wird, beten können, was uns fehlt. Und dann will er uns das geben. Den dritten Punkt, was wir hier binnen, fingen tun und was er uns hier lehren lässt, ist, wo wir uns untereinander als Freund verhüllen sollen. Er sagt, du, ich habe dir dort gesagt, dass ihr meine Freund seid. Dass meine Freude in ihm blieben wird und dass ihr ihn ganz freien kennen. Dann sagt er wieder, dass in Vers 14, ich sind meine Freund, wenn ihr donen, was ich ihnen sage. Dann sagt er, ich habe ihn dort gesagt, because ich nahm ihn nicht mehr deiner. Wir gleichen uns vielleicht noch so zu sein, als wenn wir Christus in deiner sind, nicht so? Er sagt, in deiner weit nicht, was sind wir dort. Aber ich nahm ihn Freund, because ich habe ihn alles vertraut, was ich von meinen Vorderen gekriegt habe. Und so, Jesus, der nannte uns nicht deiner, er nannte uns Freund. Sie heißt, wir haben natürlich ein Verhältnis sein, was du anders ist als wir in deiner. Du sollst ein Verhältnis sein von Freund, einer dem anderen, was uns sich untereinander alles verteilen will. Möchte Menschen nicht gleich nicht at least einen Freund haben, mit wem sie können alles mitteilen, was sie etwas entjagt. Und der Weiten, was sie im Vertrauen mitgeteilt haben, blieb zwischen ihr.
das war für den Urbetende. Und Jesus sagt, ich nenne nicht deiner, aber ich nenne ihn Freund, weil ich vertraue ihm alles, was ich von meinen Vorher gekriegt habe. Sieh, das ist ein Verhältnis, was der Unterschied ist, als wenn wir angenommen sind. Und dann sage ich dann wieder, so als ich und ihr Leben habe, so soll ich und ihr anderen Leben. Nicht allein, weil er haben und wie sollen mit einem ein Verhältnis haben als Freund, aber wir sollen untereinander uns auch so verhalten, als wenn wir Freund sind. Sei will haben, dass du so eine Leib sind, untereinander. Aber ich sage dir, so ein Verhältnis zu haben als Freund, wird irgendwas kosten. Er sagt, du hast ständig rater Leib untereinander, als wenn einer sein Leben handhabt für seinen Freund. Was ja, wenn du zwei Personen sind, wo du so feilen, als wenn sie vielleicht Freund sind, aber das wird bloß immer einfach gehen. Der eine Person, die verlangt immer, dass wir alle Zeit mit dir spenden, dass wir alles Hand geben für dich, dass wir alles tun, was die Person will tun. Und es never will uns dort zu tun, was der andere Person will. Das bloß eine Person wird immer geben, der andere wird immer nehmen. Weil die so ein Freundstärke dort bleibt nicht selber. Das hört sich dann auf einmal hastig ab und dann sind sie nicht mehr Freund. So heißt es, ein Freund oder einer, der den Nächsten gut ist, es wollen sie seinen Leben abgeben für seinen Freund. Und so ein Verhältnis mit beiden Wegen. Wir müssen beide wollen seinen uns Hand geben. Und Jesus, wir wollen sich selbst Hand geben. Wir wollen sich selbst abgeben vor uns, und sie in ihrem Leben zu lassen, so wie können sie nicht werden. Nun frage ich dich bloß, was wir haben wollen, aus Freunden an, in das selbst zu tun und verarmen. So, wenn Jesus uns Freund hat, nun denkt, dass wir dann wollen sind, unserem Leben so einzustellen, dass dort eine Möglichkeit ist. Dass wir dann wollen sind, unsere Zeit zu geben, verarmen. Einst wohl meint das, dass wir einem Arbeit machen aufsehen, um dass wir eine andere tun können. Because kein Mensch kann alles tun. Und so wir müssen lernen, uns so einzustellen, dass es passend ist für das Freundschaftsstück, was wir haben. Nach dem Schluss sagt Jesus uns zwei Befehle. Eins ist, dass wir sollen arm gut sein. Und das andere Ding ist, dass wir uns unseren anderen sollen gut sein. Der Leib, was du in uns ist, muss gerecht sein nur Jesus Christus, dass wir am Leben tun, so sei uns die Leib taft. Und das Zweite ist, dass wir uns untereinander Leben tun. Und er hat auch gesagt, die größte Leib, was wir brücken können, uns ausdrücken können, ist, dass wir uns Leben handgeben von unseren Freunden. Indem er uns diese zwei Befehle zum Schluss gegeben hat, dann lässt er uns noch erinnern an ein Ding, was er vorher gesagt hat. Ich sehe in Vers 14, dass ihr könnt fragen, nur was ihr hart verlangt, nur wo ihr das kriegt.
Hier noch einmal sagte, wenn ihr irgendwas betet vorn in meinen Namen und was ihr mir vorher hintergeben, so dass ihr eine Frucht blieft. Es ist nicht eine Frage, ob wir wollen Frucht drehen oder nicht. Aber es ist eine Frage, ob unsere Frucht blieben wird oder nicht. Da sind verschiedene Services in Omen worden, in der Sein, dass die Personen, wird eine große Crusade noch fern kommen können, in Jesus bekannt können, von ungefähr 3% von den Menschen blieben im Herrn Jesus Christus treu. Die anderen fallen zu sehen und fallen auf und verloren ihren Glauben in dem Herrn und gehen und trägen ihr Leben, was sie vorher hatten. Er sagte, wenn die Frucht regeln und betet, dass jene Frucht blieben wird. Ich kann mir noch gut denken, meine Mom und Dad, die würden uns Meier malen und die würden sagen, kick dir mal. Wir würden jeden Tag verjüngt, beim Namen beten, dass die wollen trüb leben. Die werden regelmäßig, dass die Frucht wird blieben. Und ich bin so froh für ihre Gebete und für die Gebete von anderen Menschen und von Türken, für mich. Und mein Verlangen ist, die paar Jahre, die ich noch habe, noch treu zu bleiben, so dass die Frucht bleibt, was andere gehört haben in mich. Und die Frucht, die ich dem Herrn habe gebracht, dass die auch bleiben wird. Da bete ich für. Und so werden wir beten. Für unsere Freunde, für unsere Kinder, Großkinder, Jugendkinder, whatever wir haben. Nicht mehr bloß, dass die allein, dass die wollen Jesus finden. Und das soll unser regelmäßiges Gebet sein, ob die Frucht blieben wird. Dass sie nicht wollen, einen guten Anfang merken, dann sich ihre Teile in den Stein steiten, in Hand fallen und blieben. Ob es die Frucht bleibt. Wir werden einmal zu beten. Uns lieber Gott im Himmel, wir danken dir, dass du uns so gnädig und barmherzig geleicht hast, dass du willens wirst, deinen Leben zu geben für uns, because du uns Freund geworden bist. Dass du uns Freund nahen deitst, because ein Freund wird alles verteilt, was er von vorher gekriegt hat. Und nun, Herr Gott, danke ich dir, dass du uns gewählt hast, das Evangelium von Jesus Christus zu hören, zu verstehen und dann zu unternehmen. Und so, Herr Gott, bete ich, dass in jeder einer Zuhörer würde ein Leib haben für dich, was du wissen und zunehmen hat, dass das Verständnis von deinem Wort, die Dinge, die du zu uns gesagt hast, wurden zunehmen und dass die Frucht blieben wird. Da beten wir. Ich bete von jeder Familie, die hier repräsentiert ist in der Kirche, für ihr Leben, für ihre Kinder und Großkinder und Übergroßkinder. In Herr, dort in jeder Meinung von dir, wo ich kennen, sage ich, dass der, was du mir gegeben hast, habe ich behauptet, dass ich dient wird. Und dass die Frucht blieben wird. Das beten wir in Jesus' Sinn und herrlichen Namen. Amen. We have it in Schluss noch dort Leit Nummer 352. Gott gib mir deinen Jesus und beten. Gott gib mir deinen Jesus und beten, some beten, all night hunter.
so steig mein Sehnen Himmel zu. Und sehen in 1. Thessalonicher 5, 23. Moch Gott selbst, der Friedensgott, und derchen der Heiligen in jenen Geisten, Seelen, Körper, unbeschädigt und rein bewahren, was uns Herr Jesus Christus wahrheit gibt. Amen. Dankeschön für kommen. Gott mit euch. Habt einen guten Tag.